Darmstadt, 6. September 2008. Die Sparkasse Darmstadt veranstaltet anlässlich ihres 200-Jahr-Jubiläums den 33. Sparkassenmarathon und 1. Darmstadtmarathon. Die Schirmherrschaft hat Bundesjustizministerin Brigitte Zypries übernommen. Schon am Tag zuvor konnten sich die Teilnehmer an der Startnummernausgabe in der Sporthalle registrieren. Ausgaben mit der Bankleitzahl. Eine nette Idee für Sparkassenläufer. Die Spielfläche wird für eine kleine Messe genutzt. Sie gibt Gelegenheit der Information vom neuesten Stand der Laufmoden und technischen Hilfsmittel. Herzlich willkommen, 1. Darmstadt-Marathon. Wir begrüßen alle Sportler aus ganz Deutschland und darüber hinaus auf das Allerherzlichste hier in der Wissenschaftsstadt Hamburg. Und 20 Minuten vorher, das heißt um 10 nach 8, haben wir den Echo Junior Cup. Der Start ist geglückt. Über 6.400 Läuferinnen und Läufer jeder Altersklasse aus ganz Deutschland gehen auf die Strecke. Marathon, Halbmarathon oder für Sparkassenläufer auch 10 Kilometer. Zur gleichen Zeit im Hochschulstadion. Zieleinlauf Juniorencup. Eine Panne verhindert eine Siegerwertung. So wurden alle Teilnehmer als Sieger erklärt und bekommen einen Wertgutschein überreicht. Vielen Dank euch allen.
42 Kilometer und 195 Meter ist ein Marathon lang. Ein Rundkurs auf Asphalt und Waldwegen mit bis zu 60 Metern Höhenunterschied muss zweimal gelaufen werden. Ein Lauf mit hoher Anforderung. Das Wetter, mal Nieselregen, mal Sonnenschein und eine Temperatur von etwas über 20 Grad. Über 500 Helfer in unterschiedlicher Funktion sind im Einsatz. Jetzt gefordert das Personal an den Verpflegungs- und Wasserständen. Obst, Müsliriegel, Wasser, Iso und nasse Schwämme werden angeboten. Zieleinlauf im Halbmarathon. Steffi Volke ist Sieger bei den Frauen. Die Marathonläufer gehen in die zweite Runde. Stunden, 38 Minuten und 58 Sekunden benötigte der Gesamtsieger für die 42 Kilometer. Elf Minuten später kommt der zweite und erste Gewinner im Darmstadt-Marathon durch das Zieltor. Weitere 17 Minuten dauerte es bis zum Zieleinlauf der ersten Läuferin. Jeder Finisher bekommt eine Medaille überreicht und kann danach seinen Körper mit Essen und Trinken wieder aufbauen. Und die gequälten Muskeln werden fachmännisch bearbeitet. Urkunden und das Teilnehmer-T-Shirt als Beweis für die Teilnahme an der Veranstaltung. Ganz alleine.
Der Lauf ist gelaufen. Der zweite Darmstadt-Marathon ist am 6. September 2009 als Stadtmarathon geplant.